Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie das mit mir begonnen hat, mit dieser Schwerhörigkeit. Das war mit ungefähr 50 Jahren, als ich plötzlich beim Mittagstisch festgestellt habe, die Familienmitglieder reden so leise und habe es gebeten, sie soll wieder normal laut reden. Und die gemeinten, na, sie reden so wie immer. Ne? Und mit der Zeit war es klar, dass ich eine Schwerhörigkeit entwickle. Und so hatte ich dann eben ein Gespräch mit Professor Gstöttner von der HNO-Klinik in Wien, der gemeint hat, jetzt wäre es Zeit, dass man ein Implantat eben einsetzt. Und das ist dann im Juli des Vorjahres passiert. Das, was ich toll finde, das tut überhaupt nicht weh. Also ich bin nachher aufgewacht und hatte eben eine Narbe hinter dem Ohr. Nach circa 4 Wochen dann der äußere Teil, der Prozessor und das Mikrofon eben eingeschaltet und da hat dann alle 12 Töne durchgetestet und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich dann diese Töne gehört habe, musste ich weinen, weil im Unterbewusstsein, ich bin sonst ganz cool zur Operation gegangen, aber im Unterbewusstsein hat man wahrscheinlich doch irgendwo Angst, na, vielleicht funktioniert das eigentlich doch nicht. Ne? Und am nächsten Tag bin ich dann mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte unbeabsichtigt einen Radiosprecher eingeschaltet. Und mit den konventionellen Hörgeräten habe ich praktisch den Sprecher nicht mehr verstanden. Deswegen habe ich fast nur Musik gehört. Und jetzt plötzlich verstehe ich den Sprecher, denke mir, hoppla, ist das jetzt eine Kombination des neuen Cochlea-Implantats mit dem konventionellen alten Hörgerät? Und habe das andere abgedreht und habe ich den immer noch verstanden. Und das war natürlich dann schon sehr befreiend und befriedigend, dass ich doch eine sehr verbesserte Hörfähigkeit damit erreicht habe, ohne dass ich noch irgendein Training gemacht habe. Was den Sport betrifft und das Cochlea-Implantat, grundsätzlich in meiner Fantasie spiele ich super toll Tennis. In der Realität nimmt der Ball nicht immer jenen Verlauf, den ich mir vorstelle. Aber was doch wichtig ist, gerade beim Tennis, zusätzlich zum Optischen kommt ja auch das Akustische. Und zu hören, wie der Ball fliegt, das macht anscheinend irgendwas aus. Und damit ist man natürlich viel besser dran, wenn man hört. Und natürlich auch, wenn man mit dem Partner und mit den Gegnern besser kommunizieren kann. Also was die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten betrifft, das hat sich eindeutig verbessert. Früher musste ich manchmal den Kopf nach vorne geben und das linke Ohr nach vorne neigen, weil das linke Ohr eben das Bessere ist. Und das haben auch Patienten schon bemerkt, das ist wesentlich angenehmer geworden und ich muss einfach weniger nachfragen. Also was ich an alle Kandidaten eines Cochlea-Implantats gerne sagen will, man braucht keine Angst haben, es verbessert die Hörfunktion eindeutig und es ist einfach ein Traum, wenn man wieder am Leben teilnehmen kann. Also ich kann alle nur ermutigen, das auch zu machen.